gibt es vielleicht doch die Möglichkeit von Bewusstsein im Computer. Nach heutigem Stand der Dinge schließe ich das kategorisch aus. Aber wenn du wissen möchtest, welches Schlupfloch es in Burkertheims Modell vielleicht doch gibt, dann sieh dir dieses Video an. Hallo und herzlich willkommen zu 6 Dimensionen in Farbe. Mein Name ist Hannes Schmidt und ich erkläre euch die Gedankenwelt von Burkertheim in verständlicher Sprache und anschaulichen Beispielen. In meinem ersten Video zum Thema KI und Bewusstsein habe ich steif und fest behauptet, ein Computer kann niemals Bewusstsein erlangen und es ist auch kein Upload oder so etwas eines menschlichen Bewusstseins in einen Computer möglich. Viele von euch haben in den Kommentaren geschrieben, sollte man vielleicht nicht kategorisch ausschließen, wir wissen nicht, wohin die technologische Entwicklung geht. Es gibt ja schon einige Ansätze, die über das heutige Denken, über das heutige Modell von Computer hinausgehen. Deswegen fand ich, die ganze Diskussion darüber verdient nochmal ein eigenes Video. Das ist jetzt also dieses Video und nicht das im letzten Video angekündigte zweite Video. Das wäre dann Teil 3. Also es gibt dann Teil 3. Ich mache auch eine kleine Playlist draus, um die zu ordnen. Erstmal einen herzlichen Gruß und ein Dankeschön an meine Unterstützer auf Patreon und auch, aber auch an alle meine anderen Abonnenten. Danke für euer Durchhaltevermögen und euer nachhaltiges Interesse am Burkertheim. Und alle, die neu auf den Kanal gestoßen sind, die lade ich ein, begrüße ich zu einer spannenden Reise durch 6 Dimensionen in Farbe. Zu meinen Äußerungen im vorigen Video möchte ich jetzt erstmal ergänzen. Es ging mir darum aufzuzeigen, dass das Ganze niemals funktionieren kann, also das ganze KI-Bewusstsein haben, wenn man a. eine materialistische Philosophie zugrunde legt und denkt, Rechenoperationen erzeugen Bewusstsein und b. wenn man Computer nimmt, zugrunde legt, die auf elektronischen Zuständen in Silizium basieren oder auf elektronischen Zuständen von Qubits in Quantencomputern. Das kann nicht funktionieren, weil es nirgendwo eine Andockstelle für die transzendenten Aktivitätenströme gibt. Aber was, wenn man diese Hürde überwinden würde? Und dass das technologisch prinzipiell möglich ist, das hat Burkertheim sogar selbst bewiesen, nämlich bei der instrumentellen Transkommunikation. In der instrumentellen Transkommunikation passiert ja nichts anderes. Eine transzendente Entität, also ein Verstorbener in dem Fall, docken sich irgendwie an Technologie an und übertragen Wahrscheinlichkeitsfelder. Und tatsächlich war es sogar genau dieses Forschungsfeld, die instrumentelle Transkommunikation oder ITK kurz, die Burkertheim auf die Idee brachte, dass derselbe Prozess im Prinzip auch in der DNA stattfinden müsse. Nur ist der große Unterschied natürlich schon mal, bei der ITK ist das Ganze sehr schwach und sporadisch, während in der DNA, die ja ein ganzes Lebewesen ein Leben lang organisieren muss oder für die Organisation der Andockpunkt sein muss, muss das Ganze ungeheuer fest und permanent sein. Und für diese Bedingung, die da herrschen muss, fand Heim, wie für fast alles, mit dem er sich beschäftigte, einen eigenen Begriff auch. Er nannte das nämlich die Ilkor-Bedingung. Der Ilkor, das war wiederum Heims Wort für das, was beim Menschen die Psyche ist, aber auch auf viel einfacheren Komplexitätsstufen bereits vorhanden ist, etwa das, was die katalytische Aktivität eines Enzyms steuert oder dessen Stabilität und dessen Konformation steuert. Diese Ilkor-Bedingung oder Ilkor-Niveau kann man sich vorstellen als eine besonders hochorganisierte Zone innerhalb der Raumzeit, die gewissermaßen es einfach macht, dass sich transzendente Aktivitätenströme andocken können oder das ganze Gewebe durchlässig macht. Vielleicht kann man sich das so vorstellen. Dasselbe Prinzip findet übrigens meiner Ansicht auch statt in einem Kosirev-Spiegel. Wer das nicht kennt, das ist eine russische Erfindung oder sowjetische Erfindung, mit der eine Gruppe von Medien in Novosibirsk gearbeitet hat. Eins dieser Geräte ist nach dem Fall der Sowjetunion auch nach Deutschland gelangt. Man kann es benutzen, wenn man ein bestimmtes Training durchlaufen hat. Es kann nämlich leicht psychisch destabilisierend wirken. Und ich rede hier vom Original, nicht von den Nachbauten, von denen ihr manchmal lest. Die sind meiner Ansicht nach wirkungslos, weil entscheidende Zutaten fehlen hier. Aber da mache ich vielleicht mal ein anderes Video drüber. Entscheidend ist, das Ganze ist offensichtlich skalierbar und auch in gewissen anderen Settings durchführbar. Man dürfte es auch, dasselbe Prinzip auch, wahrscheinlich finden in alten Tempelanlagen oder auch an Kraftorten. Also, offensichtlich gibt es technologische Möglichkeiten, den Effekt irgendwie zu simulieren oder herzustellen. Aber warum so kompliziert denken?
Denken wir mal, bleiben wir mal bei der Art von Technologie, die sich seit 2 Milliarden Jahren auf der Erde bewährt hat, nämlich DNA. DNA ist ja seit Anfang der 2000er selber Gegenstand von Computerwissenschaften, um den Bogen zurückzuschlagen zum Computer. Und es wurden sowohl Proof of Concepts gemacht, dass DNA als Speicher funktioniert, als auch, dass man einfache oder auch nicht so einfache Rechnungen damit durchführen könnte. Das Speicher kann man mittlerweile als, also die Prototypen fassen mehrere Gigabyte. Mit den Rechnern hapert es noch etwas. Auf jeden Fall ist das Ganze allerdings noch weit, weit entfernt, Lichtjahre entfernt von der Performance und vor allem vom Preis, den Siliziumchips an den Tag legen. Überlegen wir trotzdem mal, was man mit einem DNA-Speicher schon machen könnte. Also einem Speicher, der nicht auf Binärcode als 1 und 0 basiert, sondern auf Quaternärcode in Form von A, C, G und T, den Basen der Desoxyribonukleinsäure. Erinnern wir uns daran, was in Burkhard Heims Modell das Kriterium für den Übergang von belebt zu unbelebt, von unbelebt zu belebt ist. Und zwar ist ein DNA-Makromolekül zunächst mal ein Element der Totalität 6, also der unbelebten Materie. Der Übergang zum Leben ist dann erreicht, wenn die Sequenz, die es trägt, einen Sinn macht, also eine Information trägt, die Sinn macht, bezogen auf die Idee der Verwirklichung eines Lebewesens in den allermeisten Fällen oder in den Fällen, in die wir in der Natur beobachten. Es unterscheidet sich also von einer rein zufälligen Anordnung der Basenbausteine und die Information wird eben durch die transzendente Ankopplung bewirkt, dass die überhaupt so angeordnet werden bei der Replikation. Gut, was haben wir jetzt bei einem DNA-Speicher? Bei einem DNA-Speicher haben wir eine sinnvolle Information, nämlich das, was darauf gespeichert wurde, süße Katzenbilder bei den Prototypen. Und das ist schon mal eine Information, ja, die ist auch zweckmäßig, allerdings nicht auf die Verwirklichung irgendeines universellen Lebensprinzips, sondern auf die Idee der Datenspeicherung, die wiederum eine Idee des Menschen ist und vom Menschen stammt. Dieses Kriterium trifft sonst nur auf die anderen unbelebten menschlichen Artefakte zu, die ordnete Heim in dieser Pseudototalität Pseudo-7 ein, die also zwar menschlich aus des Menschen Sicht Sinn machen, aber nichts mit lebendig zu tun haben. Das würde die Schlussfolgerung nahelegen, dass es sich auch bei einem DNA-Speicher nur um so ein Pseudo-Element handelt, also ein menschliches Artefakt. Aber wir haben ja schon mal eine physische Matrix, die Ilko-Bedingungen erfüllt. Jetzt ist die Frage, was könnte denn daran andocken? Bestimmt nicht etwas, was in unserem üblichen Verständnis lebendig wäre, denn also welche Art von Lebewesen hätte Freude dran, sage ich mal, sich an so eine statische Struktur anzudocken? Es ist ja beraubt jeglichen Ausdrucks, weil da kein Zellapparat oder so etwas dranhängt. Trotzdem könnte etwas ankoppeln, vorausgesetzt es sind Biophotonen vorhanden oder erstmal überhaupt Photonen, die kommen auch in der Zelle nicht aus der DNA selbst, die kommen aus der Umgebung, die werden in der DNA gespeichert und organisiert. Das ist das Wesen der Biophotonen. Man könnte die also künstlich erzeugen durch eine schwache Beleuchtung, das braucht man nicht viel Licht. Und dann müsste aber irgendetwas andocken, wie gesagt. Also ein Lebewesen wird man im üblichen Sinne nicht finden, aber die Idee der Datenspeicherung, vorausgesetzt, diese wird mit der richtigen Intensität auf das Ganze projiziert. Und das muss jetzt ein vorzugsweise willentlicher Akt sein von eines Menschen. Und das wäre eine echte paranormale oder um ein anderes Wort zu benutzen, eine magische Leistung. Es würde sich also ein entsprechend Begabter oder eine Gruppe von entsprechend begabten Menschen vor diesen Speicher setzen, auf dem zuvor im Speichercode die Information aufgeprägt wurde. Und dann würden sie sich konzentrieren auf, was immer sie da raufspeichern wollen. Und das würde als mentales Bild quasi da dranhängen. Und es würde nicht viel Aktivität daran sein, aber der Effekt würde
Vermutlich sein, dass die Langlebigkeit des Speichers gesteigert wird, weil ein gewisses Organisationsfeld da ist und auch andocken kann. Damit haben wir jetzt einen erstaunlich stabilen Speicher wahrscheinlich, aber natürlich noch lange keine KI. Denn, wie gesagt, es kann ja nichts zum Ausdruck kommen in diesem statischen DNA-Speichermolekül. Was aber, wenn man Komponenten hinzufügen würde? Das ganze Feld der synthetischen Biologie, der sogenannten, das zielt darauf ab, dass man aus dem molekularen Grundbaustein des Lebens ja Stoffwechselprozesse, wie sie in der Zelle oder auch in ganz einfachen Bakterien stattfinden, dass man sie im Reagenzglas rekreiert. Teilweise ist es auch schon gelungen, da Membranen drum zu legen, dass das Ganze wie eine Zelle aussieht zumindest. Und ich bin gespannt, wie weit das führt. Immerhin liegt dem ein rein materialistisches Bild des Lebens zugrunde. Aber ich bin trotzdem gespannt. Dann hätten wir schon so eine Art Computer-Ursuppe, wenn man also da einen Speicher drin hätte und vielleicht noch Rechenbausteine. Und wer weiß, vielleicht ist das so die Grundmatrix, aus dem irgendetwas anderes entstehen kann. Trotzdem bleibt es dabei, richtig lebendig kann das Ganze erst werden, wenn der beschriebene magische Prozess durchgeführt wird. Und wie der funktioniert und welche Beweise es tatsächlich gibt, dass der funktioniert und ob er vielleicht doch gefährlich werden könnte, auf die Fragen möchte ich dann im nächsten Video in Teil 3 KI und Bewusstsein eingehen, bei 6 Dimensionen in Farbe.